Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Scrap Mechanic. Das ist jetzt ein Projekt, was ich jetzt aktiv auf dem Kanal bringe, weil das Spiel gefällt mir einfach. Ich habe auch schon so ein, zwei Spielstunden hinter mir, auch hauptsächlich mit dem Lukas, weil zu zweit macht das Spiel halt mehr Spaß als alleine. Wir fangen direkt an, wir gehen in eine ganz normale hügelige Landschaft, also man kann jetzt einmal auswählen, hier so eine Landschaft, wie ihr im Hintergrund seht, oder eine flache Landschaft. Ich nehme aber die hügelige Landschaft, weil sie ist einfach schöner und da kann man ja ziemlich schön drauf bauen. Willkommen zu Scrap Mechanic im Creative Modus. Das ist eine schöne, this is a great place to express your creativity and build the most amazing creations. Wir fangen mal an mit so einem 0815 Standard Auto. Dafür holen wir uns den Lift, der sich standardmäßig im fast letzten Slot befindet. Ich mache mal kurz die Texturen hoch, weil das sieht schon etwas ätzend aus. Gut, da haben wir erstmal hier unseren Lift. Und dann bauen wir erstmal hier das Standard, was halt eben hier das Auto hat. Hinten machen wir eine kleine Abrundung und vorne. Mit der Motorhaube müssen wir auch noch so ein bisschen dran denken. Etwas länger, aber dafür... Und breiter, weil sonst passt das mit der Wand nicht. Weil so ein Auto, das bräuchte hier gerade in Scrap Mechanic etwas viel Platz. Naja, ein Auto ist nicht unbedingt aus Concrete, aber naja, egal. Machen wir das Auto aus diesem weißen Teil. Das ist mittlere Schwierigkeit, also weil man muss ja auch wirklich darauf achten, wie schwer was ist. Das ist mittelschwer, das ist gut. Dann sollen wir das Ganze auch noch gut angetrieben bekommen. So, man baut halt eben jeden Block gegen einen anderen Block dran. Da ist es nicht so, dass man einfach hier sowas hinbaut und dann halt einfach die unteren Blöcke wegmacht, weil dann sagt die Physik, nein, das ist gar nicht logisch, das funktioniert nicht. Ein Fenster, also einfach Glasblock, gibt es momentan leider noch nicht. Oh fuck, wir hätten das Auto noch eins breiter machen müssen. Weil sonst Symmetrie. Nee. Komm, wir machen es auch noch kurz eins breiter. War der dorthin, ist jetzt irgendwas falsch. Genau. Passt. Jetzt ist der Sitz auch. Ja, symmetrisch, aber na dort. So, zack. Mit Q dreht man übrigens Sachen. Wenn man Q drückt, kann man eigentlich alles Mögliche drehen, was man hat. Jetzt müssen wir von hinten das Auto auch mal versuchen zuzumachen. Zack, 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 zack. Ich spiele Scrap Mechanic auch noch keine Ewigkeiten. Ich kann nicht alle Grundlagen erklären, aber ich glaube, das meiste erschließt sich einfach mit der Zeit. Und hier das Auto wird jetzt hauptsächlich das Auto sein, falls uns mal irgendwas verloren geht, dass wir das dann sofort wieder aufsammeln können. Ja, ein komplettes Fenster sieht besser aus. Und jetzt noch so ein, zwei Sachen zu meinem Kanal. Ich möchte den nämlich ab sofort eigentlich wieder recht regelmäßig mit Content befüllen, weil mein Kanal, ich hatte vor, bei der Gamescom ein paar Videos zu machen. Da werde ich ziemlich viel mitnehmen. Ich habe schon mir so ein paar Pläne gemacht bis dorthin. Und da könnt ihr mal gespannt drauf sein für die Leute, die nicht zur Gamescom gehen können. Aus, keine Ahnung, zeitlichen Gründen, von ihren Eltern aus geldlichen Gründen. Für die werde ich dort wahrscheinlich ein paar Aufnahmen machen. Die machen wir, die machen wir jetzt die Tür. Egal, bis dorthin möchte ich einfach meinen Kanal auch sinnvoll mit Content befüllen und ab dort wahrscheinlich auch, weil dann werde ich mich auch wahrscheinlich daran gewöhnt haben. Weil es ist schon ein geringer Zeitaufwand, den man dann hier rein investiert, wenn man YouTube macht. Das habe ich vorher nicht bedacht und ich muss auch noch demnächst meinen Führerschein machen und da kommt eigentlich noch so viel zu. Das sieht jetzt eher aus wie ein Bus. Das sieht ja mega hässlich aus. Das ist unzumutbar. Egal, es muss nicht gut aussehen, Mensch. Man kann auch übrigens elektrische Türen so reinbauen, aber jetzt machen wir erstmal unsere Reifen. Den platzieren wir dort. Die Vorderreifen, die müssten meistens einfach mal rotierbar sein, damit man auch lenken kann. Die Lenkung ist nämlich hier recht wichtig. Eigentlich bei jedem Auto. Ich würde die Reifen, na, prinzipiell eigentlich mit Röhren bauen, weil es sieht einfach viel, viel geiler aus und... Oh, wir wollten... Egal, ich mache einfach ohne Stoßdämpfer. Wir brauchen keine Stoßdämpfer. Stoßdämpfer werden überbewertet. Zack. Und jetzt kommen wir an die Räder. Da haben wir einen Rotationsmotor, den ich gerade ausgewählt habe hier unten im Inventar. Den platzieren wir dann halt eben hier dran. Der ist schön rund und passt daher. An diesen Rotationsmotor packen wir dann den Reifenmotor. Und dort. Jetzt haben wir zwar ein hübsches Auto mit winzigen Reifen und da brauchen wir halt noch einen Motor drin. Ja, so viel Realismus bietet das Spiel. Und hier später werde ich vielleicht noch einen Kofferraum einbauen, den man auch öffnen kann. Komm, das machen wir sofort, um euch das auch noch zu zeigen. Jetzt habe ich dorthin noch das Fenster kaputt gemacht. Super. Nein, die ganze Decke ist jetzt runtergefallen. WTF. Ach, und jetzt sind noch die Türen kaputt gegangen. Egal, egal. Jetzt erstmal Reifen brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Dann kann ich jetzt auch die Reifen aus dem Inventar nehmen. Diese mache ich etwas höher, weil sonst passen wir ja eh nicht mehr ins Auto.
Vielleicht sieht das ja dann minimal besser aus. Diese Reihe machen wir weg für den Kofferraum. Platzieren wir hier auch ein Rotationsmutter, damit wir den Kofferraum auch aufmachen können. Und es fehlt nur noch ein kleines Fensterchen im Kofferraum. So, jetzt haben wir ein schönes Fensterchen im Kofferraum. Sieht gar nicht so crap. Doch, sieht crap aus. Machen wir das Fensterchen so. Gut, jetzt haben wir dort den Kofferraum. Den färben wir noch ein, damit er so ein bisschen sich farblich abhebt. Am besten so grau wäre eigentlich so eine Sache. Was gehört dort jetzt alles zu? Passt das so? Nee, drin ist noch. Ich habe also auch keine Lust reinzugehen. Passt. Jetzt haben wir dort unseren Kofferraum. Und jetzt brauchen wir einen Schalter. Dieser Schalter, den benötigen wir, um den Kofferraum aufzumachen. Den platziere ich direkt daneben. Obwohl, das sieht auch hässlich aus. Den platzieren wir vorne in den Fahrerraum. Dann müssen wir immer dort vorne drin sitzen, um den Kofferraum zu öffnen. Okay. Und jetzt nehme ich dieses Verbindungstool in die Hand. Das ist sowas wie Kabel. Dann ziehen wir hier diesen Schalter dort zum Rot. Nein, gar nicht. Wir brauchen einen Controller, der sagt, ja, um wie viel Grad wird sich das denn gedreht. Wann, wo, wie. Und den platzieren wir nämlich unter das Auto. Nee, das sieht scheiße aus. Und da ziehen wir Nebensitz. Dann verbinden wir den Schalter mit dem Controller und den Controller mit dem Kofferraum. Jetzt sehen wir dort beim Kofferraum, bei diesem Motor, da gibt es zwei Pfeile, einmal den grünen und einmal den roten. Wir wollen, dass der Kofferraum sich nach rechts dreht. Oder nee, nach links soll er sich drehen. Und suchen wir jetzt bei dem Rotationsmotor die Farbe, die halt eben nach links dreht. Und das wäre in unserem Fall grün. Und dann gehen wir in den Controller und denken, ja okay, der Kofferraum soll in die grüne Richtung. Boah, 120 Grad, 135 Grad sich drehen und zwar langsam. Das probieren wir das mal aus. Wir müssen das davon entfernen und klicken auf den Schalter drauf. Jetzt soll der Kofferraum sich öffnen. Etwas hoch, weil so öffnet sich normalerweise kein Kofferraum, aber naja. 105 Grad sollte reichen. Passt. Dann können wir hier halt eben den Motor reinstellen. Zack, wir brauchen zwar nie im Leben drei Motoren, aber naja, so weitestgehend, das passt schon. So, jetzt, hallo, ich möchte den Kofferraum wieder zumachen. Oh, wobei, wir machen den Motor auf 4, 5, ich mach mal auf 5. Dann verbinden wir alles mit diesem Motor, alle Reifen. Nein, 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 nein. Kofferraum auf. Okay, jetzt habt ihr gesehen. Niemals den Motor anschalten, bevor ihr nicht fertig seid. WTF? WTF? Was hat er? Was hat der Reifen? Es drehen beide durch. Ja, der fährt in die richtige Richtung, der nicht. Okay, warum auch nicht? Warum bewegt sich das? Wir haben das... Ah ne, aus. Aus. Ich finde es auch total komisch, dass der Motor standardmäßig auf 1 eingestellt. Ne, gar nicht. Entschuldigung, ich habe nie was gesagt. So, und diesen Motor, den wir jetzt zu allen Reifen verbunden haben, verbinden wir dann mit dem Sitz. Und jetzt fällt uns noch die Lenkung. Dann verbinden wir den Sitz einfach mit der Lenkung. Und dann seht ihr auch schon, der Reifen resettet sich sofort in die richtige Position. Aus Erfahrung weiß ich einfach, dass man hier diese Rotation einmal umstellen muss, jeweils bei der Lenkung, weil es sonst nicht wirklich funktioniert. Jetzt stellen wir den Motor mal hoch. Und jetzt fährt das nicht unbedingt sofort los. Und wir steigen mal ein. So, okay, erstmal müssen wir den Kofferraum zu machen. Prima. Hier mein First Person, das sieht einfach nur geiler aus. Dann fahren wir mal los. So, runter. So, und jetzt fahren wir mal in eine Stelle, die etwas besser geeignet ist als hier, wo wir jetzt sind. Oh, ich bin so gespannt, ob das mit dem Ton überhaupt hinhaut, weil es kann sein, dass einfach hier der Ingame-Sound viel zu laut ist. Aber das habe ich dann spätestens bis nächste Folge behoben. Jetzt gehen wir mal in Third Person, damit ihr mal seht, wie das hier funktioniert. Weil man kann auch durchaus umkippen. Okay, wo man gerade vom Teufel spricht. Und so dreht mein Auto eigentlich wieder zurück in die Ursprungsposition. Ich würde sagen, der Motor hat im Moment noch zu viel Power. Dann gehen wir kurz mal in den Kofferraum ran. Und stellen den Motor mal ein bisschen runter. So, eine Stufe reicht schon. Und dann fahren wir mal weiter. Ich würde mal sagen, wir fahren mal auf diesen Berg. Versuchen uns dann dort unsere kleine Base aufzubauen, weil auf dem Berg, da hat man einfach die Übersicht, da findet man einen viel schneller, wenn der Lukas jetzt noch dazukommen würde. Und wir haben genug Platz für eine Garage. Jetzt haben wir einmal die Möglichkeit, den legitimen Weg zu gehen, den standardmäßigen Weg, oder wir fahren rechts hoch. Da ich schnell auf dem Berg will, fahren wir mal den Weg hoch.
weil wir zu wenig PS haben, einfach nur PS, nicht FPS. Okay, dann müssen wir mehr PS geben.